So, wir plündern. Es ist geil, oder? Wir holen die Mannschaft und dann geht's gleich los. Die kamen jetzt nicht mit den normalen Horn, musste ich halt erst so machen. So, ihr Penner. Mit euren hässlichen Schilden. Jetzt wird Mutti euch den Arsch versohlen. So, was meinst du? Ja klar, ach ja, sag nochmal, was DH bekommen hast. Was war letzte Woche? Ich weiß nicht, was du meinst. Du musst es nochmal ein bisschen konkretisieren. Oh, ich weiß nicht. Es tut mir leid. Ich bin so ein dummes Kind. Ich weiß nicht, was du willst. Oh, scheiße. Pick ihn hier. Schießt ihn ab. Für Gondor. Ach. Oh ja. So, also wir gehen jetzt langsam hoch. Das Kloster ist bestimmt noch 5 Kilometer weit weg. Aber wir können ja so tun, als ob wir gleich da wären. Es ist nicht mehr weit, meine Leute. Oh ja, doch. Ich sehe hier bloß 2 Fässer. Was geht hier ab? Nur 2 Fässer zum Holen? Was du? Also was du zu Weihnachten bekommen hast. Ach so. Zu Weihnachten. Lauter nützliches Zeug, was euch gar nicht interessiert. Also eher mehr Küchenzeug. Ich bin in so einem Alter, wo das nur das ist. Und das, was ich mir selber wirklich wünsche, das hole ich mir dann selber auch irgendwann. Außerhalb von Weihnachten. Deswegen ist das so unspektakulär. Da brauche ich das gar nicht sagen. Wenn ich das jetzt sagen würde, ihr würdet alle einschlafen. Was habt ihr bekommen? Das ist doch viel, viel wichtiger. Was habt ihr denn bekommen? Genaue Daten. Wann habt ihr es bekommen? Wie habt ihr es bekommen? Wie sah das Geschenkpapier aus? Ja? Warum sah das Geschenkpapier so aus? Und wie hat der Weihnachtsmann euch übergeben? Das sind wichtige Fragen des Lebens. So. Die Truhe ist weg. Wir können weiter. Hier sind Pfeile. Ach, schön. Der Kran hat auch ein bisschen Mut. Der Kran, ich weiß auch immer, das war. Und hier scheint es ein Reichtum zu geben. Aufbrechen, meine Leute, aufbrechen. Bitte einer sich freiwillig melden an Kasse 5. Wir wollen die Tür aufbrechen. Ja. 3 zu 1. Und meins. Wir sind drin. Muss ein Schatz sein. Ein Schatz. Den müssen wir auch noch aufbrechen. Ja, das geht auch nur per Teamwork. Ja. Rohmaterial. Seht ihr das? Rohmaterial. Oh. Das heißt, ich kann meine Siedlung ausbauen. Ah, hier ist noch eine Truhe. Und hört ihr das? Immer wenn man Raubzug macht. Kommt immer eine Wikinger-Musik. Ich bin jetzt mal ein bisschen leiser. Was? Das Wett? Du isst? Als echter Zocker isst man doch kaum. Man tut eigentlich nur spielen, schlafen, spielen. Mal kurz eine Pizza und dann spielen, schlafen, spielen. Viel Spaß beim Essen. Lass dir schmecken. So, weiter geht's. Wir sind nämlich noch mittendrin, statt nur dabei. Tür aufschließen. Oh, haben wir schon Schlüssel? Da habe ich irgendwann mal einen Schlüssel erhalten. Ein kleiner, feiner Mann. Ja, bitte aufbrechen. Kloster. Ach, das war wirklich schon tatsächlich das Kloster. Oh, da haben wir ja nur 2 Reichtümer erhalten. Ich dachte, das wäre mehr. Aber gut, weil es halt 2 Klöster gab. Jetzt bin ich traurig. Was denn das für ein Kloster? Ey Leute, ich dachte, das wäre so ein wunderschönes, großes, fettes Kloster, was wir schon ein paar Mal gesehen haben. Das soll das ganze Ding sein hier? Was ist das denn?